Hallo, ich bin Eugen und wir machen heute was ganz Besonderes. Jeder von euch kennt bestimmt dieses Gefühl, die Tage werden kürzer, es wird kälter, man kuschelt sich ein, liest vielleicht ein gutes Buch und dann auf einmal verspürt man Heißhunger auf eine kalte Suppe. Ganz genau. Wir bereiten heute eine kalte Suppe vor, nämlich Akroschka. Im ersten Schritt brauchen wir Hühnereier und Erdeier, auch Kartoffeln genannt. Ganz wichtig, die Erdeier werden vor dem Kochen geschält, die Hühnereier nach dem Kochen. Solange unsere Eier fertig gekocht werden, bereiten wir alles andere vor. Hierfür müssen wir alles klein schneiden. Wir fangen an mit den Erdgurken an und gehen weiter dann zu der Geflügelgurke. Einmal halbieren. Dritteln und klein schneiden. Die Geflügelgurke oder auch Wurst genannt, schneiden wir auch in kleine Würfel. Im Grunde, je kleiner die Würfel, desto besser. So vermischt sich der Geschmack am besten. Als nächstes kommen die Radieschen dran. Auch hier versuchen wir, kleine Würfel zu schneiden. Und zurück zu unseren Eiern. Diese holen wir raus und lassen die erstmal ein bisschen abkühlen. Und weiter geht's mit dem Grünzeug, als nächstes Lauchzwiebeln. Als nächstes etwas Radieschengrün. Und natürlich brauchen wir Dill. Es folgen die Kartoffeln, die wir auch klein würfeln. Nun können wir auch die Hühnereier schälen. Voilà! Jetzt kommt es auf den persönlichen Geschmack an. Man kann das ganze Ei für die Suppe verwenden. Ich meinerseits nehme nur das Eigelb. Das Eigelb versuchen wir so klein wie möglich zu schneiden. Im Grunde versuchen wir es zu zerbröseln. Und da es eine Suppe ist, brauchen wir natürlich einen Kochtopf. Jetzt schütten wir alles in den Kochtopf hinein. Eine Prise Salz und fertig ist unsere Suppe. Nicht ganz. Irgendwie noch ziemlich zäh. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Man kann es entweder mit Mineralwasser auffüllen oder noch besser Kwas. Kwas ist im Grunde Mineralwasser mit Malzgeschmack und eignet sich ideal für Akroschka. Mit dem Kwas befüllen wir jetzt unsere Suppe. Und alles muss gut durchgerührt werden.
Zu guter Letzt brauchen wir noch Schmand. Alles nochmal gut durchrühren. Und weglaufen. Da es eine kalte Suppe ist, lassen wir die noch ein bisschen stehen. Entweder im Kühlschrank oder draußen. Ist ja draußen kalt. So, unsere Suppe hat jetzt ein bisschen Zeit gehabt, damit sich die verschiedenen Geschmäcker verbinden können. Und jetzt können wir auch gerne verköstigen. Vorzüglich.